Eat, Sleep, Train, Repeat. So Freunde, herzlich willkommen im neuesten Video. Heute mal in keinem Vlog, sondern einem kleinen Video züglich Muskelaufbautipps. Also wenn ich jetzt so nach draußen schaue und die komplette Straße voll ist mit den ganzen Blättern, die von den Bäumen gefallen sind, dann würde ich sagen, geht es so langsam auf den Winter zu und die Leute gehen endlich in den Aufbau. Genauso wie ich. Ich bin jetzt auch gerade im Bulk. Der ist fett und der ist auch fett. Da habe ich mir überlegt, mache ich einfach ein Video darüber, was so meine Top 3 Tipps für den Muskelaufbau für euch sind. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es an sich eigentlich ziemlich banal, nur die meisten vergessen es, das Ganze immer ziemlich einfach zu halten. Essen, schlafen, trainieren. Wobei man im Aufbau eigentlich auch schon von Fressen sprechen kann. Aber genug gequasselt, kommen wir zum ersten Punkt. Und wenn man darüber nachdenkt, wie startet man denn den Tag? Richtig, natürlich ausgeschlafen. Ihr solltet darauf achten, dass ihr nach einem harten Tag, egal ob Arbeit, Training oder andere körperliche Aktivitäten, dass ihr genügend Schlaf habt, denn die Regeneration ist enorm wichtig. Ich empfehle zwischen 7 bis 9 Stunden Schlaf. 9 Stunden ist für mich persönlich schon fast zu viel. Schlafen ist eine Gewohnheitssache. Die einen Menschen, die brauchen vielleicht nur 5 bis 6 Stunden Schlaf, das wird wahrscheinlich die Minderheit sein. Aber die meisten bewegen sich so zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. Frauen schlafen meistens ein bisschen länger als Männer. Wenn ihr frisch und energiegeladen für den nächsten Tag sein möchtet, damit ihr super gerüstet seid für die Arbeit oder halt, um auch natürlich eine super Performance im Training zu liefern, solltet ihr ausgeschlafen sein. Deswegen denkt daran, Schlaf ist enorm wichtig, auch für den Muskelaufbau. Und natürlich halt auch für die Regeneration, weil nur im Schlaf bauen wir Muskeln auf, beziehungsweise nur in der Regeneration bauen wir Muskeln auf. Aber kommen wir zu Tipp 2. Alter, diese Waschmaschine ist auch echt laut. Und nach dem Aufstehen sollte es dann auch schon direkt zur ersten Mahlzeit gehen, beziehungsweise zum Frühstück gehen. Hey Helga, was ist mit Essen? Ich brauche was im Magen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr geht nach dem Aufstehen direkt trainieren, joggen, was weiß ich, wobei joggen, da komme ich später drauf, dann kann so ein Frühstück schon quälen. Da sollte man sich auf einen kleinen Snack, sage ich jetzt mal, einigen, sei es eine Banane mit einem Whey Shake oder irgendetwas anderes Kleines. Das würde dann auf jeden Fall schon reichen und dann könnt ihr nach dem Training auch richtig enorm frühstücken. Aber wenn man einen normalen Tagesablauf hat und dann vielleicht morgens in die Schule geht, in die Uni geht, zur Arbeit geht, dann sollte definitiv ein ausgewogenes Frühstück mit am Start sein und da braucht es an allen Makronährstoffen auch nicht fehlen. Damit will ich nicht sagen, dass ihr euch jetzt übermäßig viel beim Frühstück reinknallen sollt, aber auf jeden Fall ein relativ großes, ausgewogenes Frühstück. Das kann so um die 500 bis 700 Kalorien sein. Für die Frauen natürlich 200 bis 300 Kalorien weniger, je nachdem, wie viele Kalorien sie brauchen für ihren Gesamtumsatz. Ihr müsst schon wissen, wie viel ihr am Tag verbraucht. Solltet ihr jedoch eine körperlich anstrengende Arbeit ausführen, dann empfehle ich unbedingt, dass ihr morgens ausgewogen frühstückt. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Bau arbeitet oder sowas, dann sind 1000 Kalorien für ein Frühstück nichts. Denn ihr müsst überlegen, dass ihr in der Gesamtkalorienbilanz auch schon mal eure 5000 Kalorien verbrennen könnt. Und irgendwann und irgendwie müsst ihr das ganze Essen auch reinbekommen. Deswegen würde ich im Aufbau auch empfehlen, dass ihr über den Tag verteilt esst. Dass ihr nicht sagt, okay, ich habe jetzt meine 3 festen Mahlzeiten, morgens, mittags, abends. Oder noch schlimmer, irgendwelche speziellen Ernährungsformen wie Intermittent Fasting, Carb-Backloading oder noch schlimmer Low-Carb und Keto ist meiner Meinung nach nicht wirklich das Beste für den Muskelaufbau. Das solltet ihr lieber in der Diät machen, wenn ihr am Shredden seid. Da könnt ihr es besser anwenden. Aber wenn ihr in der Massephase seid, dann solltet ihr versuchen, über den Tag verteilt zu essen. Sowohl nach dem Aufstehen, vor dem Training, nach dem Training, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Einfach über den Tag verteilt. Nur ist dazu zu sagen, dass ich empfehlen würde, dass ihr den größten Teil eurer Kalorien abends esst. Sprich, nach dem Training bzw. nach der Arbeit, je nachdem, wann ihr trainieren geht und wann ihr arbeiten geht. Denn es kann sehr gut passieren, dass wenn ihr morgens euch direkt schon 2000 Kalorien reinknallt oder in der Mittagspause 2000 Kalorien reinknallt, dass ihr erstmal so ein bisschen Foodkummer habt und euch schlafen legen möchtet. Und das wollen wir nicht, denn ihr müsst bereit sein, um enorm viel Energie freizusetzen fürs Training. Also in der Massephase ist Kalorienüberschuss Pflicht. Um nicht zu schnell fett zu werden, empfehle ich euch einen Kalorienüberschuss von ungefähr 500 Kalorien. Und meine persönliche Empfehlung der Makroverteilung liegt bei ungefähr 1,8 Gramm bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. 20 bis 30%
Fett und den Rest in Shitload von Carbs. Denn Kohlenhydrate sind in der Massephase einfach der schnellste und effektivste Energielieferant, den ihr haben könnt und bringen euch ordentlich Schub im Training. Deswegen denkt daran und snackt zwischendurch ruhig mal gerne was. Und kommen wir auch schon zum dritten und letzten Punkt, dem Training. Denn nur wer ordentlich Gas gibt und kontrolliert seine Gewichte bewegt, der baut auch vernünftig Muskulatur auf. Passendes Stichwort ist hierbei Progression und die soll natürlich nach oben gehen. Und die geht natürlich auch nur nach oben, wenn ihr danach bestrebt seid, entweder stärker zu werden oder ihr euer Gewicht nehmt und es schafft, im nächsten Training mehr Sätze zu machen und so eure Performance zu steigern. Wie ihr eure Progression macht, das spielt eigentlich an sich keine Rolle. Nur solltet ihr danach bestrebt sein, entweder, das ist meine Empfehlung, stärker zu werden oder halt mehr Sätze zu machen und dadurch den Workload zu erhöhen. Jetzt fiel vorhin das Wort kontrolliert. Am besten habt ihr sowas wie ein Trainingstagebuch und notiert eure Werte, die ihr so habt bei den einzelnen Übungen. Oder ihr macht es so wie ich und viele andere meiner Kollegen. Ihr nehmt euch eine Übung pro Muskelgruppe raus und die habt ihr im Training als Benchmark. Diese Benchmark zum Beispiel beim Bankdrücken merkt ihr euch und ihr versucht euch dort stetig zu steigern. Wenn ihr letzte Woche im 5x5-System 130 Kilogramm auf der Bank geschafft habt, dann versucht ihr nächste Woche 132,5 Kilogramm auf der Bank im 5x5-System zu schaffen. Ihr solltet nicht das Trainingssystem wechseln während eures Aufbaus und ihr solltet auch nicht irgendwie versuchen, irgendetwas an der Form, wie ihr die Übung ausführt, zu ändern. Das sollte immer gleich bleiben, denn wir müssen anhand von festen Faktoren natürlich versuchen, stärker zu werden. Und da ist es nicht der richtige Weg, einfach mal die Technik zu ändern, nur damit ihr damit mehr Gewicht bewegt. Ihr solltet bei der richtigen Technik bleiben und diese auch nicht ändern und so versuchen, stärker zu werden. Das Ganze sollte natürlich an einem abgestimmten Trainingsplan in Bezug auf Frequenz und Volumen durchgeführt werden. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Klickt einfach das Video in der Videobeschreibung. Da gehe ich mal so ein bisschen auf Frequenz, wie oft soll man in der Woche trainieren, was ist gut für Muskelaufbau ein. Checkt das einfach mal ab, denn sonst wird das Video zu lang und ich denke mal, da bekommt ihr alle möglichen Informationen, die ihr dazu wissen müsst. Wenn ihr sowieso schon so ein Hardgainer seid und ihr enorm viele Kalorien verbrennt oder bei der Arbeit sehr aktiv seid, dann schraubt euer Cardio doch bitte ein bisschen zurück, denn ihr müsst nicht noch mehr Kalorien verbrennen, weil da müsst ihr auch noch weiterhin gegen anessen und das ist jetzt auch nicht vorteilhaft für jemanden, der sowieso schon 5000 Kalorien essen muss. Natürlich ist Cardio gut fürs Herz-Kreislauf-System und genau deswegen kann man auch zwischendurch mal so 10 bis 15 Minuten Cardio nach dem Training einbauen. Ich würde es aber nicht so oft empfehlen, denn es sind einfach nur überschüssige Kalorien, die ihr dadurch verbrennt und dafür müsst ihr natürlich auch mehr essen. Und fang bloß nicht an im Aufbau eine Stunde auf dem Stairmaster rumzuspielen. Also Freunde, Eat, Sleep, Train, Repeat, das waren meine drei Top-Tipps für den Muskelaufbau. Ganz simpel, aber effektiv. Die meisten vergessen so die einfachsten Sachen manchmal und versuchen irgendwelche Trainingssysteme zu nutzen, um mehr Muskeln aufzubauen. Oder versuchen sogar irgendwelche Diätformen mit einzubauen, wie zum Beispiel Carb Backloading oder Intermittent Fasting im Aufbau, was in meinem Sinn überhaupt keinen Sinn macht. Aber da muss man die Leute auch mal wieder ein bisschen zurück auf den Boden holen. Im Aufbau müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr genügend Schlaf bekommt für die Regeneration, dass ihr ordentlich esst und natürlich im Kalorienüberschuss seid und als drittes natürlich auch eine Progression im Training habt und ihr euch selbst kontrolliert, dass ihr stetig stärker werdet. Dann steht im Aufbau nichts mehr im Wege und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich snack hier noch meine Cookies zu Ende, wenn ihr die selbst auch mal abchecken möchtet. Das sind die neuen Crunchy Cream Cookies von Body & Fit. Link ist in der Beschreibung mit Eike 10, spart ihr 10%. Lasst mir bitte ein Like für dieses Video da, wenn ihr noch weitere Fragen zum Muskelaufbau habt. Schreibt sie in die Kommentare, ich baue das dann einfach mal im nächsten Vlog mit ein. Denkt noch daran, dass ihr die Glocke gedrückt habt, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und wer es noch nicht hat, der lässt natürlich auch gerne ein Abo da. Abos sind kostenlos. Also bis dann und bis zum nächsten Video. Ciao, haut rein.